oberschwäbischen Männer sind die Beste, was geht. Da ist noch einer. Ah, kommen Sie auch mal zu uns, Lukas. Alles. Aber gerade noch. Aber gerade. Videobeweis. Stadt-Land-Quiz. Heute geht es um Highlands, Dudelsack und Whisky. Schottland ist unser Thema. Wir sind in Bruchschied und Bundenbach in Rheinland-Pfalz und in Bad Saulgau in Baden-Württemberg. Bad Saulgau liegt in Oberschwaben und hat 17.000 Einwohner. Die Kurstadt ist bekannt für ihre Therme, für die Tradition der schwäbisch-alemannischen Fasnacht und für eine originalgetreue schottische Musikgruppe. Die Dörfer Bruchschied und Bundenbach liegen im Hunsrück. Sehenswert ist hier die Altburg, eine ehemalige keltische Siedlung, und die Schmidtburg. Außerdem ist Bruchschied eine gute Adresse für Whisky-Kenner. Doch wie gut kennen sich die Kandidaten auf der Straße mit dem Land im Norden der britischen Insel aus? Bad Saulgau oder Bruchschied und Bundenbach? Hunsrück oder Oberschwaben? So klingt es in Bad Saulgau, wenn die Original Royal Sulgemer Crown Swamp Pipers auftreten. Und wenn man zu diesen Klängen dann die Hügel des Hunsrücks sieht, dann ist Schottland wirklich nicht mehr weit. Hier zwischen den Dörfern Bruchschied und Bundenbach haben einst die Kelten gesiedelt. Jener Volksstamm, der auch in Schottland seine Spuren hinterlassen hat. Hinter mir, oberhalb der Schmidtburg, ist die Altburg und sie erinnert an die damaligen keltischen Zeiten. Ob dieses gemeinsame kulturelle Erbe den Bundenbachern und den Bruchschiedern heute beim Rätseln helfen kann, das finden wir jetzt heraus. Sehr schön. Die drei Ahnungslosen. Ja. Drei Ahnungslose. Die drei von der Tankstelle. An was denken Sie denn, wenn Sie an Schottland denken? Abgesehen vom Whisky. Glasgow. Edinburgh, ja. Balmoral. Was Sie wissen. Toll. Ja, ne? Ja. Gucken Sie mal hier. Ich habe typisches schottisches Essen für Sie. Mhm. Und Ihre Aufgabe ist es, die Namen dem Essen zuzuordnen. Die heißen Black Pudding, Cullen's Skink, Granachen und Haggis. Womit fangen wir an? Mit der Blutwurst. Blutwurst unten rechts heißt auf Schottisch? Black Pudding. Black Pudding, sind Sie sich da einig? Ich auch so, ja. Wenn Sie keine Ahnung haben, müssen Sie zustimmen. Okay. Muss nicht. Also Sie müssen sich ja einigen. Ja? Also unten rechts Black Pudding, jawohl. Gut. Was haben wir noch? Was wissen Sie noch? Das ist, glaube ich, der Haggis oben, der. Oben links oder rechts? Nee, links von mir. Oben links? Ja. Der Haggis. Ja. Weiß ich nicht genau, denke ich. Was ist Haggis? Was ist? Irgendwas Stinkiges. Also Haggis oben links. Sie überlegen mal weiter und ich mache mich auf den Weg, um in Bad Saulgau kulinarische Experten zu finden. Sie können auch so ein schottischer Sir sein. So leichte Anleihen von Sean Connery kann ich erkennen. Ja, ich war auch ein halbes Jahr in Schottland. Ein halbes Jahr waren Sie in Schottland? Ja. Was mochten Sie an Schottland? Ja. Was ich nicht gemacht habe, die Gaststätte haben so früh zugemacht. Jetzt gucken Sie mal, was die Schotten gerne essen. Wir haben vier verschiedene schottische Gerichte und wir haben die Namen dazu. Nämlich Black Pudding, Cullen's Skink, Granachen und Haggis. Und Ihre Aufgabe ist es, die Namen den Gerichten zuzuordnen. Das machen Sie zusammen, bitte. Schaffen wir das? Die schaffen wir. Den sage. Die Schwarzwurst noch an der Siedlung. Das ist keine Schwarzwurst. Das ist, Black Pudding. Den Black Pudding zur Schwarzwurst da unten? Ja, der die sage. Würden Sie da mitgehen? Nee. Nee. Sie müssen sich aber einigen. Du warst in Schottland. Ich würde sagen, das ist Black Pudding. Weil das wie Pudding aussieht? Ja. Sie müssen sich einigen. Also noch einigen wir uns darauf, gell? Einigen wir da. Oben Pudding. Rechts Black Pudding. Und da oben der Saumagen, der ja. Ich sage, ist Haggis. Haggis, ja. Sind wir uns auch einig, Haggis. Gell? Haggis oben links. Und das sieht aus wie eine Suppe, da ist ein Löffel dabei. Ja.
das ist noch hart. Das ist ganz fein. Granachen unten rechts? Ja. Gehen Sie da mit? Gang ich mit, ja. Und das Granachen ist, unten rechts. Und das ist. Da bleibt noch der Kallenskink. Kallenskink unten links. Ja. Ja. So machen Sie es. So machen wir es. Und es ist ein reines Bauchgefühl. Ja. Keine Ahnung. Was sagt denn Ihr Bauch jetzt? Kallenskink. Hier dieser. Und der Kallenskink. Doppelsalat noch. Ja. Also Kallenskink unten links. Ja. Und dann Granachen oben rechts. Ja. Wir lösen auf. Okay. Richtige Antworten werden grün und. Alles richtig. Ah. Ihr seid ja richtig gut jetzt. Gut gehört. Wir lösen auf. Ja. Und zwei sind richtig, zwei sind falsch. Also Haggis, sind wir doch gar nicht so schlecht. Haggis oben links war richtig, ne? Wie so eine Art Saumagen, haben Sie richtig beschrieben. Ja. Das ist aber ein Schafsmagen in dem Fall. Mhm. Also bei den Schotten sind das auch Schafsinnereien, die da reinkommen. Ja, ja. Und auch Hafermehl ist mit dabei. Mhm. Ja, aber vergleichbar mit dem Saumagen. Ja. Oben rechts, das heißt Granachen. Das ist ein typischer schottischer Nachtisch. Da sind auch Haferflocken drin, Himbeeren, Sahne und ganz Whisky. Ganz Whisky, ganz wichtig. Whisky. Der Whisky. Ja. Genau. Und links Kallenskink, das ist so ein typischer Eintopf. Mhm. Da ist Schellfisch mit drin, Kartoffeln, Zwiebeln. Ja. Und unten rechts, das ist Black Pudding, das ist wie eine Blutwurst. Sie haben 50 Punkte erspielt für Bad Saulgau. Ja. Die Gegenspieler in Bruchschied und in Bundenbach haben bei dieser Frage 100 Punkte geschafft, sodass es nach der ersten Frage für Rheinland-Pfalz 100 Punkte gibt und für Baden-Württemberg 50 Punkte. Können wir stolz sein, ja? Guten Morgen! Good morning! Good morning! Ach Gott! Darf ich mal zu Ihnen aufs Grundstück kommen? Alles sicher. Ach sicher, danke schön. Sie kommen in das kleine Dorf Roschitz. Ich komme überall hin. Wir gucken immer Ihre Sendungen. Was gucken Sie immer hier statt Landquiz? Immer. Immer? Immer. Guten Morgen. Moin. Ich habe eine Frage für Sie. Welche Inselgruppe gehört nicht zu Schottland? Schottland hat ja sehr viele Inseln. Wir haben hier vier Inselgruppen. Drei gehören zu Schottland, eine nicht. Die Shetlandinseln, die Färöerinseln, die Hebriden oder die Orkneyinseln. Welche dieser vier gehört nicht zu Schottland? Ich stelle sagen hier die, hä? Was ist hier die? Orkneyinseln, würden Sie sagen? Ja, voll ist richtig. Die Orkneyinseln, Sie loggen ein. Zack, eingeloggt. Okay. Damit haben wir uns hier schon mal entschieden. Und ich suche jetzt mal Mitspieler in Bad Saulgau, die hoffentlich inselfest sind. Oh je. Woran denken Sie, wenn Sie an Schottland denken? Oh, Schottland liebe ich eigentlich. Es ist ziemlich ist ein gelassenes Land, sag ich mal. Und die Leute sind auch ziemlich locker. Ja, waren Sie mal da? Einmal. Austauschschüler damals. so lange her, ich weiß gar nicht mehr. Also meine Frage für Sie lautet, welche Inselgruppe gehört nicht zu Schottland? Die Shetlandinseln, die Färöerinseln, die Hebriden oder die Orkneyinseln? Ich würde auch Färöer sagen. Sie würden Färöer sagen, alle? Weil ich weiß, das Färöer gehört zu Dänemark. Es kann sein. Richtige Antwort. Aber die Damen da hinten haben ja auch sofort Färöerinseln gesagt. Ne? Die hätten auch gern mitgespielt, ne? Oh, unbedingt. Ah, ja. Unbedingt, ja. Ganz heiß drauf. Wir sagen, flüstert ein. Also, wie ist die Entscheidung der drei Herren? Ja, ich denke mal, wir locken ein. Also, ich bin Färöer. Ja? Ich auch. Ja. Ohne Absicherung, ohne Joker, Färöerinsel. Können wir einlocken. Ja. Einlocken. Sind wir dabei. Färöerinsel. Eingeloggt. Wir lösen mal auf. Richtige wird grün. Und? Welche gehört nicht zu Schottland? Das sind die Färöerinseln. Oh. Die Färöerinseln, haben Sie auch schon mal gehört, oder? Ja, die gehören zu Dänemark. Ja. Die sind eher bei Skandinavien. Ja. Ne? Wir lösen auf, die richtige Antwort wird grün und das sind die Färöerinseln. Also Schottland hat sehr, sehr viele Inseln. 790 große und kleine Inseln gehören zu Schottland. Ungefähr 130 davon sind bewohnt. Richtig gelöst. Und das ist gut für Sie, denn die Gegenspieler in Bruchschied und in Bundenbach in Rheinland-Pfalz haben bei dieser Frage die falsche Antwort gegeben. Und deswegen haben wir jetzt in Bruchschied und Bundenbach immer noch 100 Punkte. Und hier in Bad Saulgau haben wir jetzt 150 Punkte. Rund 1000 Kilometer Luftlinie liegen zwischen dem Hunsrück
und den schottischen Highlands. Doch hier in Brosheet, da gibt es einen Ort, da fühlt man sich Schottland ganz nah. Und da treffe ich jetzt die beiden Mitspieler, die für Brosheet und Bundenbach bis zum Ende der Sendung das Stadtbild finden müssen. Herr Heiler, seit rund 20 Jahren haben Sie den Whisky-Shop. Wie viele Sorten gibt es bei Ihnen? Wir haben so um die 1.000, 1.200 verschiedene Sorten hier mit einem Lagerbestand von um die 10.000 Flaschen. Eine ordentliche Menge. Hier vorne steht der Kelch, der schottische Kelch. Denn Sie sind der Keeper of the Quake. Richtig. Was ist das für eine Auszeichnung? Wer kriegt die? Keeper of the Quake ist eine Auszeichnung, die man von der schottischen Whisky Industrie, sag ich mal, von Whisky-Liebhabern aber auch verliehen bekommt. Man kann sich nicht dafür bewerben, man wird vorgeschlagen und kann zum Bewahrer des Quakes der Trinkschale Schottlands ernannt werden. Sind das besondere Persönlichkeiten, die Sie da ausgezeichnet haben? Ja, das ist immer sehr traditionell aufgezogen. Es ist in Blair Castle. Der Duke ist dann auch Gastgeber. Man wird also auch entsprechend in den Adelskreisen vorgestellt. Und bei meinem Bankett damals war als Ehrenkeeper zum Beispiel Prinz Albert von Monaco anwesend. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung? Ist schon eine große Ehre, ist ja eigentlich die höchste Auszeichnung in Sachen Whisky, die man bekommen kann. Herr Brzoska, Sie sind Wanderführer hier im Hunsrück. Erkennen Sie Gemeinsamkeiten zwischen der Landschaft im Hunsrück und den Highlands in Schottland? Ja, sehr wohl. Ich war sehr oft schon in Schottland gewesen, habe doch dann schon zwei oder dreimal den West Highland Way abgelaufen. Und ich sehe sehr große, sehr viele Parallelen zwischen dem Hunsrück von der Hügellandschaft her und Schottland, wo eine ähnliche Landschaft ist. Allerdings eine ganz andere Vegetation und natürlich durch diese Meeresnähe auch ein ganz anderes Klima. Es gibt ja auch über die Kelten so eine gewisse Verbindung. Wir haben hier die Altburg, die ist keltischen Ursprungs. Also da sieht man dann auch im Prinzip, dass es wie in den Highlands beeindruckende Bauten gibt. Ja, die Keltensiedlung ist eine der besterforschten in Europa. Also hat das gesamte Burgplateau freigelegt und diesen Burgberg erforscht. Und dann in den 80er Jahren eine Rekonstruktion darauf gebaut, damit man sich als Besucher vorstellen kann, wie das Leben in der frühen Eisenzeit ausgesehen hat. Also man hätte den Film Highlander auch hier drehen können. Ja. Ne? Gut, ich habe für Sie ein Motiv, welches wir bei Ihnen im Ort aufgenommen haben. Macht schon Klick. Was erkennen Sie denn? Das ganze Symbol ist also ein Hammer und ein Schlegel. Bergmannstradition wird großgeschrieben in Bundenbach. Und das ist genau ein Teil von diesem. Aber das gibt es ja oft in Bundenbach, dieses Motiv. Von daher müssen wir jetzt mal in Brosheet auch, ja. Sie haben 5 Stunden Zeit, die Stelle zu finden. Sie sollen davor bitte ein Selfie machen als Beweis, dass Sie genau diese Stelle gefunden haben. Und dann gibt es nachher im Finale 200 Punkte von mir, wenn es der richtige Ort ist. Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Danke. Und treffe auch in Bad Saulgau 2 Mitspieler, die eine ganz besondere Beziehung zu Schottland haben. Das waren die Original Royal Sulgemer Crown Swamp Pipers. Und wenn sie auftreten, dann tun sie das natürlich in perfektem Outfit. Michi Martinez, was muss alles dabei sein, wenn Sie richtig gekleidet sein wollen? Natürlich die Uniform, Instrumente natürlich, die Backpipe, der Dudelsack, die Snare Drum, die Bass Drum, das ist das Herz von der ganzen Band. Und was gehört zur Uniform dazu? Die Uniform ist der Kilt, der Tartan, das ist der königliche Kilt, der rote, so wie man ihn kennt. Wir haben den schwarzen, den Black Steward, dann die Socken, die Schuhe, ein Skindu, das ist das Messer, wo man früher getragen hat, wo die Schotten noch unterworfen sind von den Engländern, durften die keine Waffen tragen und das haben sie eigentlich versteckt, um sich zu verteidigen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, hier in Bad Saulgau so eine Truppe auf die Beine zu stellen? Das kam zustande aus der Fasnacht. Wir sind alles Dorus-Zunftkinder, das ist unsere ortsansässige Dorus-Zunft. Und da ist es aus der Bierlaune entstanden. Und dann fing das so mit den Kinderschuhen an. Nur damals war die Plattform wie heute, das Internet, noch gar nicht da. Man hat dann über Bekannte, die wo in Schottland waren, hat man dann ein Liederbuch organisiert. Und da hat man sich dann getroffen und hat sich ausgetauscht. Wie reagieren die Schotten, Herr Fleisch, wenn Sie auftreten und Musik machen? Die Schotten bejubeln uns. Die sagen endlich mal richtige Musik. Ja. Sie haben sich ja für die große Trommel entschieden. Ja. Haben Sie sich an den Dudelsack nicht rangetraut? Ich habe mit Dudelsack angefangen,
bin dann auf die große Trommel gegangen und habe dann wieder mit der großen Trommel aufgehört, bin wieder auf den Dudelsack gegangen und wurde dann aber gefragt, ob ich vielleicht doch die große Trommel spielen kann. Das hat jetzt hoffentlich nichts mit meinen Dudelsack-Kenntnissen zu tun. Ich habe für Sie ein Foto, welches wir in Bad Saulgau aufgenommen haben. Ein Detail. Können Sie ein Motiv erkennen? Also ich vermute, das könnte der Narrenbrunnen sein. Ich werde dazu nichts sagen. Sie haben 5 Stunden Zeit, herauszufinden, wo das ist. Sie sollen davor bitte ein Selfie machen als Beweis, dass Sie die Stelle gefunden haben. Mhm. Und dann gibt es nachher im Finale 200 Punkte. Okay? Okay. Viel Erfolg. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Gerne. Ja? Ja. Bis später. Dankeschön. Tschüss. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Jetzt kommen die hier mit ihren Kameras an. Wie, jetzt muss ich fort? Ich brauche 2 Mitspieler. Nein. Doch, ich brauche schon 2 Mitspieler. Und ich würde Sie natürlich gerne überzeugen, mitzumachen. Wir spielen Stadtland-Quiz fürs SWR-Fernsehen. Ich weiß. Na gut, da gibt es doch keinen Grund, nicht mitzumachen. Schaffen wir das, Herr Gärtner. Bronze de Carlo. Jeder Kopf kann helfen. Aber für den Quiz vielleicht gut. Wenn Sie an Schottland denken, ja. Was fällt Ihnen dann ein? Geizhals. Whisky? Whisky? Ja, vielleicht Schotterrock. Schotterrock. Ja. Weiß jemand, ob man unterm Schottenrock was trägt? Das heißt ja immer, unter dem Schottenrock ist gar nichts. Sehr gut. Richtig, heißt es. Heißt es. Aber Beweise haben wir noch nicht gesehen. Nein, ne? Das stimmt. Ich auch nicht. Passen Sie auf. Ich habe 4 Aussagen zu Schottland, die entweder stimmen oder nicht. Oder nicht. Gut. Okay? Erste Aussage. Beim schottischen Volkssport Munro Bagging geht es darum, möglichst viele schottische Berggipfel zu ersteigen. Falsch? Würde ich sagen. Ja, klar. Falsch. Sie sagen nein? Was sagen denn wohl die Mitspieler in Bad Saulgau? Habe ich noch nie gehört. Auch nicht. Habe ich auch noch nie gehört. Dann müssen wir schätzen. Sage mal. Ich könnte es mir schon vorstellen. Es gibt so viele verrückte Sachen. Es gibt schon viele Berge da. Ja, ja. Von dem her. Ja, sagen wir mal ja, oder? Ja. Sie sagen ja. Falsch. Richtige Antwort ist yes. Ja. Es stimmt. Jawohl, ja. Genau. Also es ist von einem Hugh Munro erfunden worden, deswegen heißt das Munro Bagging. Mhm. Und es gibt wirklich eine Liste mit Bergen. Die, wenn man alle diese Berge erklommen hat, dann ist man ein sogenannter Munroist. Okay. Und diese Liste von den Munros, also die alle Berge erstiegen haben, gibt es schon seit 1891. Ah. Nächste Aussage. Die Braugerste für einen Single Malt Whisky muss aus Schottland stammen. Das musst du wissen. Gar nicht so viel, aber ich denke, nein. Ich weiß nicht, wie viel Gerste die anbauen können. Stimmt. Bei ihrem Land, wie viel Sonne die haben und so weiter. Ich weiß aber nicht, ob ich richtig habe. Ich würde jetzt eher sagen, es muss dort gebraut werden. Aber die Zutaten. Aber du darfst es zukaufen. Ja. Das ist jetzt mein Verdacht. Stimmt. Also macht Sinn. Ja. Also dann nein. Ja. Sie sagen nein. Was sagt Ihr Bauch? Nein. Sie sagen nein? Er sagt auch nein. Dann nein. Richtige Antwort ist nein. Jawohl. Sind die ersten 25 Punkte für Sie. Genau, der Single Malt Whisky, der muss aus einer einzigen Destille kommen. Das ist die Voraussetzung für den Single Malt. Okay. Und der Blend Whisky, das ist ein Verschnitt, der darf aus verschiedenen Destillen kommen. Mit der Braugerste hat das nichts zu tun. Sehr gut. Nächste Aussage. Die offizielle Residenz des britischen Königs in Schottland ist The Palace of Holyrood House. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, habe ich noch nicht gehört. Der britische König in Schottland. Ne? Nein. Sie sagen nein? Oh Gott, ich kenne mich bei den Royals gar nicht aus. Ich auch da nicht. Bin ich raus. Jetzt haben wir 2-mal Ja kennen, da wird irgendwann schon mal ein Nein kommen, oder? Das ist auch eine Logik. Das ist auch eine Logik. Dann machen wir mit, oder? Machen wir Nein, oder? Ja. Ich weiß es nicht, ich kenn's nicht. Ich sag auch Nein. Sagen wir mal Nein, ja. Von der Logik her sagen Sie Nein. Muss ja mal Nein dabei sein. Die richtige Antwort ist allerdings Ja. Ja, ach, okay, ja nee. Gut, ja. Viele Menschen denken, dass Balmoral vielleicht
die offizielle Residenz wäre, hat man schon mal gehört, ne? Ja. Das ist aber nur die Urlaubsresidenz. Ah, mhm, okay. Aber die offizielle Residenz ist The Palace of Holyrood House. Letzte Aussage. In der Highland Games Disziplin Baumstammwerfen werden Rekordwürfe von bis zu 30 Meter erzielt. 30 Meter ist schon weit. 10. 30 Meter sind fast bis zur Laterne. Da musst du. Mhm. Wie groß ist so ein Baumstamm? Haben Sie mal gesehen, was Sie da für Stämme haben? Ja. Ich kann es nicht sagen, aber 3, 4, 5 Meter hat er. Ne? Also ein bisschen länger hat er schon. Ich weiß nicht, was für Hühnen dort wohnen. Ja. Ne? Also, ich weiß halt, wie viel so ein Baumstamm wiegt. Ja, wenn es ein normaler Stamm ist, sowas, kann ich mir vorstellen. Mhm. Wenn es der Baumbaum ist, nee, dann wirfst du keine 30 Meter weg. Also ich glaube, die Baumstämme, die werfen, sind ungefähr so. Man muss sie auch handeln können. Ne? Sag ich ja. Also ich meine, die sind ja schon ein bisschen crazy drauf. Also von dem her. Ja. Sagen wir nochmal ja. Ja. Sie sagen ja. 30 Meter, wie weit ist 30 Meter? So, klar, der fällt dann. Oh, das ist weit. So 30 Meter ist weit. Das ist weit. Bis vor dem Haus. Bis zur Scheune, oder? Ja, vor dem Haus bis hierher. Also ich würde doch sagen, ja. Ich sag nee. Er sagt nee, er sagt ja. Und Sie sind das Zünglein an der Waage. Ja, das ist schlimm. Das sind doch solche Stämme. Ja, aber er ist ja schon zum Werfen weit und dann kippt er ja um. Die Meter kommen ja auch dazu. Also 30 Meter ist mir zu viel. Sie müssen sich einigen. Eigentlich ist mir die 30 Meter auch zu weit, ja. Nein. 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 Ich auch nicht. Also nehmen wir nein. Ja. Ja, klar. Sie sagen nein. Richtige Antwort ist? Ja. Ja, natürlich ist das zu weit. Das Ziel beim Baumstammwerfen ist gar nicht die Weite. Das Ziel beim Baumstammwerfen ist, dass man den in die Höhe wirft, dass der sich einmal um die eigene Achse dreht, also mit der Spitze aufkommt, und dass er möglichst in einer Linie, möglichst gerade fällt. Also, dass er nicht irgendwie so ein bisschen krumm wird. Das ist das Ziel beim Baumstammwerfen. Mhm. Und die Queen, die war regelmäßig bei diesen Highland Games in Bremer mit dabei. Die hat ja 70 Jahre lang das Land als Königin regiert. Und in den 70 Jahren war sie fast immer mit dabei und fand also diese Highland Games immer richtig gut. Ah. Dafür gibt es keine Punkte für Sie, aber insgesamt haben Sie 50 Punkte erspielt. Mhm. Die Gegenspieler in Broschied und Bundenbach haben auch 50 Punkte bei dieser Frage geschafft. Jawohl. Deswegen haben wir jetzt in Bad Saulgau 200 Punkte und in Broschied und Bundenbach haben wir 150 Punkte. Dankeschön. Schon mal in Schottland? Nein. Oh, jetzt wird schwierig. Auch noch nicht. Aber da habe ich genau die richtige Frage für Sie. Ich zeige Ihnen jetzt das Foto eines Schauspielers oder einer Schauspielerin. Ach so, ja. Die in einem Film mitgespielt haben, der eine schottische Geschichte erzählt. Mhm. Ja? Ja. Und Sie müssen erkennen, welcher Schauspieler das ist. Erster Ausdruck. Das scheint ja schon ein Mann zu sein. Mhm. Es geht um einen Film, in dem eine schottische Geschichte erzählt wird. Fallen die Filme ein? Nee, also von Schottland. Von Schottland überhaupt nicht. Nach dem ersten Ausschnitt noch keine Idee? Nein. Das könnte ja in Bad Saulgau anders sein. Vielleicht sagen die beim ersten Ausschnitt schon, ach ja. In Bad Saulgau, ja, das glaube ich. Was fällt Ihnen denn ein, wenn Sie an Schottland denken? Whisky, Loch Ness, ja. Glasgow Rangers. Glasgow Rangers, Fußball. Celtic Glasgow. Celtic Glasgow. Edinburgh. Ja. Das Schloss da. Ja, was noch? Schottenbrücke. Kilt. Ja. Dudelsack. Dudelsack, genau. Okay. Neblig. Neblig, ja. Haggis. Haggis. Guck mal, was Sie alles wissen. Sean Connery. Sean Connery. Sir Sean Connery. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich spiele mit Ihnen jetzt eine Frage. Da geht es um eine Schauspielerin oder um einen Schauspieler. Und diese Schauspielerin oder der Schauspieler haben in einem Film mitgemacht, der eine schottische Geschichte erzählt. Ist das Mel Gibson? Braveheart war ja in Schottland. Und wenn Sie jetzt Braveheart und Mel Gibson, haben Sie ja gesagt, wenn Sie das jetzt, einloggen, dann gibt es 100 Punkte bei richtiger Antwort, 0 Punkte bei falscher Antwort. Wenn wir eins weiter aufdecken, dann sind wir bei 75 Punkten. Ja, ich will nur eins aufdecken.
Eins. Eins aufdecken noch? Kommt noch ein Öhrchen dazu. Gucken Sie mal. Ja, Mel Gibson einlucken. Sie erkennen Mel Gibson am Öhrchen? Ja, ich meine, das ist die Haare. Ich bin mal zum 9. Wussten Sie, dass das er Mel Gibson am Öhrchen erkennt? Nein. Nächstes Bild. Ja, Sie müssen jetzt erstmal auf den Film kommen, wahrscheinlich, bevor Sie. Ja, genau, wenn man den Film nicht. Das ist Ohren. Aber beim nächsten wird es eindeutig, da kommt das Auge ins Spiel. Filme fallen Ihnen irgendwelche Filme ein, die mit Schottland zu tun haben? Nee, gar keine. Das ist es ja. Aber dann reicht mir auch der Schauspieler. Ich denke mal weiter auf, oder? Für 50 Punkte. Hier. Guck mal, das Auge, das kennen Sie. Mhm. Wenn Sie ab und zu im Kino waren. Gesehen habe ich den schon mal, ja. Oh. Das ist irgendein amerikanischer Schauspieler, glaube ich. Macht nicht Klick. Dann gehe ich weiter auf. Sieht aus wie Patina. Nee, das ist so ein bisschen, geht so Richtung schottische Fahne, schottisches Wappen. Mhm. Geht um die Unabhängigkeit Schottlands. Nee, da sind wir total raus. Also Mel Gibson einloggen. Ja. Auf Mel Gibson ist eingeloggt. Ja, ist es. Oh. Ja, hättet ihr gleich volles Risiko gehen können, genau. Ja, ich war mir nicht 100% sicher, aber die haben doch die Schotten gegen die Engländer gekämpft. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf. Oh, nee. Nee? Ist Ihnen nicht bekannt? Nee. Keine Punkte? Nee. Schade. Das ist ganz enttäuschend, muss ich sagen. Gut. Das ist ein richtig guter Film. Okay. Ja? Hat Ihnen 75 Punkte gebracht. Die Gegenspieler in Bruchschild und Bundenbach haben bei dieser Frage keine Punkte gesagt. Deswegen haben wir in Bruchschild und Bundenbach immer noch 150 Punkte. Und hier in Bad Saulgau sind wir jetzt nach 4 gespielten Fragen bei 275 Punkten. Super, prima. Glückwunsch. Und wir schauen jetzt mal, ob die Stadtbildsuche in Bruchschild und Bundenbach erfolgreich war. So. Ah, da ist es doch schon. Ja, das ist doch, ja. Das ist fast richtig. Was haben wir denn noch? Nee, das ist aber auch wieder Dachdeckerhammer. Naja, aber hier nicht so. Ja, ja. Ganz kurz mal. Nee. Hast du das? Kennt ihn am Backesinn. Ja, haben wir schon geguckt, am Backes ist es nicht. Du bist doch Dachdecker. Ja. Das ist doch eher Bergbau wie Dachdeckerhammer, oder? Ja. Hast du das Motiv hier in Bruchschild schon mal gesehen? Nee. Gut, okay. Zum Beispiel am Schieferstein, da ist nicht der Dachdeckerhammer, sondern tatsächlich der Schlegel. Ah, ja, da haben wir ihn ja. Ja. Das sieht sehr gut aus. Das passt ganz genau. Hallo, die Damen. Oh nein. Guten Tag. Ich habe so eine schöne Frage, die wäre genau richtig für Sie. Glauben Sie? Ja, ich spiele Stadtland Quiz zum Thema Schottland. Oh Gott. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an Schottland denken? Schottenröcke. Schottenröcke, genau. Was haben die für ein Muster? Kariert. Kariert, genau. Wissen Sie, wie man diese Muster nennt? Karo. Ja, Tartans. Jede Familie hat da den eigenen, sozusagen das eigene Muster. Das ist den Familien zugeordnet, den Clans. Mhm. Und genau darum geht meine Frage. Also wir haben hier verschiedene Tartans und wir haben verschiedene Namen. Nämlich Burberry, Balmoral, Royal Stuart und Blackwatch. Und Ihre Aufgabe ist es, diese Namen den Mustern zuzuordnen. Wo machen Sie Blackwatch hin? Oben rechts. Oben rechts, warum? Black, dunkel, schwarz, ja. So? Und Sie gehen mit? Ja, ich stimme meiner Kollegin zu. Also dann mache ich mal Blackwatch oben rechts, okay. Das war Start, ist das nicht das hier? Das Königliche, oder? Mhm, die haben doch Brot. Mhm. Also. Nehmen wir das da dazu. Das Royal Stuart. Genau, zu dem Rot. Unten links. Roten Karo, genau. Burberry, Balmoral, Royal Stuart und Blackwatch haben wir. Hm. Und Sie entscheiden mal gemeinsam, welcher Name wohin gehört. Kann man eigentlich nur raten, gell? Ja. Ja, dann raten Sie mal. Hm? Blackwatch das? Ich würde. Ja, doch, Blackwatch. Ja. Blackwatch würde ich mal das sagen. Ja. Burberry. Würde ich das Rote sagen?
Haben wir schon mal zwei zugeordnet. Ja. Das hier? Oben links, Royal Stuart. Und dann würde Balmoral noch oben rechts bleiben. Genau. Ich hätte vielleicht jetzt doch noch die zwei getauscht. Tauschen Sie mal die zwei noch. Also Royal Stuart runter und Burberry hoch. Ja. Royal Stuart, warum haben Sie das jetzt getauscht? Ist irgendwie die Farbe, das Rote und so. Was verbinden Sie damit? Verbinde ich so ein bisschen mit Königshaus und mit denen ihre Uniforme. Okay. Ja. Ja, da würde ich das so lassen, oder? Ja. Ja. Ja, dann lassen wir es so. Jetzt haben wir noch Burberry und Balmoral. So, oben links Burberry. Oben links Burberry. Mhm. Und rechts Balmoral. Ja. Dann löse ich mal auf. Die richtigen werden jetzt grün. Okay. Achtung und. Oh! Das letzte ist es richtig gewesen. Aber da war die Kombination doch gut gedacht. Das war gut gedacht, genau, genau. Die richtigen werden grün bei uns in der Sendung. Und wir sehen, dass sie zwei richtig haben: nämlich Blackwatch und Royal Stuart. Okay. Oben links ist Balmoral. Das ist das Muster der königlichen Familie. Das dürfen nur die Royals tragen. Okay. Dieses Muster hat sie auch getragen, die Queen Elizabeth, auf ihrem letzten Foto, was man gesehen hat, als sie Liz Truss empfängt. Das Ferienhaus in Schottland heißt auch Balmoral. Ja. Oben rechts Blackwatch. Das sind sozusagen die schwarzen Wächter. Das war ein Regiment. Okay. Blackwatch-Regiment hat dieses Muster bekommen. Ja. Und wird auch gerne vom britischen Königshaus auch getragen. Also Kate hat es auch zum Beispiel schon getragen. Unten links Royal Stuart, eigentlich sehr, sehr verbreitet. Ja, das war sowieso das, was ich mit dem Königshaus, was die man Farbe. Kennt, ne? Genau, die Farben, das Karo-Muster. Ne? Kommt von der Stuart Family. Ja. Ist ja immer einer Familie zugeordnet. Und da die Royals im weitesten Sinne auch zu diesem Stuart, zu dieser Stuart-Familie gehören, dürfen die das eben auch tragen. Und die Royals durften ganz lange entscheiden, wer es überhaupt tragen darf. Ah, okay. Also nur mit Erlaubnis. Das wurde dann aufgeweicht, als dann die Punks entschieden haben, dass sie das anziehen. Genau, zum genau. Das ist auch so typisch genau für Punks. Genau. Ja. Und unten rechts, das ist eigentlich ein Modemuster, kann man sagen. Burberry, haben wir alle irgendwie schon mal gehört, das kann man in ganz vielen Geschäften kaufen. Das ist also sehr, sehr bekannt. Okay. Ja, zwei richtige, 50 Punkte. Das ist doch gut. Denn jetzt haben wir hier in Bad Saulgau insgesamt 325 Punkte. Und die Gegenspieler in Bruchschied und in Bundenbach in Rheinland-Pfalz haben bei dieser Frage nur 25 Punkte geschafft. Da haben wir jetzt 175 Punkte. Und wenn jetzt auch noch die Stadtbildsuche hier in Bad Saulgau erfolgreich war, dann läuft's für den Ort. Ich würde erst mal dahinter mit Runde, weil das steht zu weit. Da ist es wieder. Nein. Der Brunnen könnte noch drin sein. Das könnte ein Brunnen sein. So schlecht. Jetzt sind wir daheim im Lugerbrunnen. Jetzt müssen wir natürlich auch den Publikumsjoker ziehen. Wer weiß, wo könnte denn der sein? Kannst du mir sagen, wo der ist? Bitte. Wo ist das? Im Stadtmuseum ist, oder? Jetzt fragen wir halt die mal vom Stadtmuseum. Ob die uns helfen können? Jetzt haben die zu. Ha, gut, der Wilhelm. Aber da hat das natürlich auch nicht drin. Nein. Nein, komm. Was auf der Seite? Wir haben's. Wir haben's. Foto machen. Also unser Beweisfoto. Genau. Eins, zwei und gelöst. Guten Tag. Kommen Sie aus Bruchschied? Jawohl. Ehrlich? Dann warten Sie doch mal. Dann kommen Sie mal zu mir hier rüber. Waren Sie schon mal in Schottland? Ja. Ja, wo waren Sie? Orkney-Inseln. Und wie fanden Sie es? Ja, gut, sehr schön. Ja, schön. Ja. Sogar schönes Wetter. Ja. Gibt es dort eigentlich gar nicht. Ich spiele jetzt mit Ihnen unser Bilderrätsel. Bilderrätsel heißt, Sie müssen nichts wissen, Sie müssen nur Bilder richtig benennen. Und zwei oder drei Bilder zusammen ergeben ein Wort. Und mal einen Buchstaben wegstreichen oder mal einen Buchstaben tauschen, kann auch passieren. Wenn wir ein Haus zeigen und da steht H gleich M, dann wird aus dem Haus die Maus. Die Maus. Ja. Vier Stück insgesamt. Ja. Für alle vier haben wir 60 Sekunden Zeit. Sobald Sie aber eins erkannt haben, halten wir die Zeit kurz an und erklären, wie das Wort entstanden ist. Gut. Dann dürfen Sie jetzt umdrehen und die Zeit läuft ab jetzt. Und es hat mit Schottland zu tun. Dudelsack. Stopp! Noch nicht weitermachen, bitte. Wieso Dudelsack? Rudel.
Und Socke, genau. Socke, Sack, Sack, Sack. Sehr gut. So, wer sich verquatscht, muss mitspielen, ist klar, ne? Guten Morgen. Ich frage mich, woher kennen Sie sich? Also, wie ist Ihr Verhältnis untereinander? Also, Solga ist ein Dorf, da haben Pflastersteiner Ohren und da kennt man sich einfach. Dann legen wir los, dann drehen Sie jetzt bitte um und die Zeit läuft ab jetzt. Also, Dudelsack. Und Sie haben noch 47 Sekunden Zeit. Sie dürfen das nächste aufdecken. Und dann geht's weiter. Okay. Ist das ein Ei, oder? Ist das ein Ei. Ei. Was soll das sein? Was ist das? Turnerin. Ja, was hat die in der Hand? Bänder. Ja. Heiländer. Jawohl. Noch 32 Sekunden. Es kann nur einen geben, genau. Sie haben noch 54 Sekunden. Was ist das? So eine Turnerin. Was hat die in den Händen? Und Thailand. Hi. Mehrere, die hat die mehrere. Thailänder. Ja. Sehr gut. Sehr gut. 42 Sekunden noch. Und das nächste, bitte. Ist es das? Ja. Oh. Turm. Nee, kein Turm, sondern ein, wie heißen diese ganz hohen Dinger? Hochmoor. Ja. Hochmoor. Ja, sehr gut. Sehr gut. Mann, genau, das bin Hochhaus ich ohne Haus. Bin ich was froh, dass du die Frau dabei hast. Hast. Hochmoor. Island. Ja, gut. Jawohl. Noch 27 Sekunden. Wir hatten eine Chance. Okay. Das letzte bitte. Also Husky. Whisky. Taste. Neu. Wie heißt der Kerl? Weißt du, wer ist das? Sänger? Ja, wie heißt der? Oh, den kenn ich jetzt. Brian Adams. Nein. Roxanne heißt er. Wie heißt er denn? Whisky, Tee, Tiger, Whisky, Tangle, Fass. Auf geht's. Decken Sie auf. Ja. Husky? Ja. Whisky, Singer. In der Mitte ist erstmal was für ein Getränk. Was ist ein Getränk da drin? Ja. Oh, Tee. Wie heißt der Sänger? Gute Frage. Von Police, der ehemalige Sänger. Wissen Sie nicht? Da scheitert es jetzt dran, an unserem mangelnden Whisky, was kann es denn wohl sein? Whisky, Tee, der heißt Sting. Habe ich doch gesagt, Tasting. Nein, Tee. Tasting habe ich gesagt. Habe ich nicht gehört. Doch, ehrlich, ja. Whisky, Taste. Tasting hast du nicht gesagt. Ja. Ah, jetzt sind doch nicht so genau. Das ist ja, okay. Whisky Taste habe ich nur gehört. Also Tasting kam nicht. Ja, das stimmt. 75 Punkte, das war gut. Die Gegenspieler in Bruschid und Bundenbach in Rheinland-Pfalz haben auch 75 Punkte gehabt. Ach, Gott sei Dank. Sogar jetzt so schlimm. Und jetzt haben wir in der Summe in Bruschid und Bundenbach 250 Punkte. Und hier in Bad Saulgau sind wir insgesamt bei 400 Punkten. Also 150 Punkte Vorsprung vor dem Finale. Und das Finale beginnen wir jetzt hier in Bad Saulgau. Ja, wo haben Sie dieses Detail gefunden, was wir Ihnen heute Morgen präsentiert haben? Also bei uns sagt man in Solga vis-à-vis vom alten Gefängnis. Das ist da vorne eine Statue. Gut. Darf ich das Foto bitte mal sehen? Ja, selbstverständlich. Wir machen den Abgleich. Bei mir sieht das so aus. Das sind die ersten 200 Punkte für das Stadtbild. Und diese 200 Punkte möchten wir auch in Bruschid und Bundenbach vergeben. Heute Morgen haben Sie sofort gesagt, okay, das Symbol ist klar. Die Frage ist nur, wo es ist. Ja. Ja. Wer hat denn den entscheidenden Tipp geliefert, wo es zu finden ist? Also, wir haben ja dann erstmal relativ erfolglos in Bruschid gesucht, haben aber dann festgestellt, dass der Hammer und der Schlegel auch so gar nicht nach Bruschid passen. Warum nicht? Weil
dort ist mehr so ein Dachdecker-Tradition und Dachdecker-Handwerk. Und dort im Wappen wird dann mehr ein Dachdeckerhammer abgebildet. Der ist ein bisschen spitzer, ne? Genau, der ist ein bisschen spitzer. Und dann kam relativ schnell die Erkenntnis, lass uns mal nach Bundenbach fahren. Also da haben wir es. Und Sie beide auch. Okay, genau. Dann hoffen wir mal, dass das genau das Gleiche ist, was ich hier auf meinem Tablet habe. Ja, das sieht super aus, oder? Das sind die ersten 200 Punkte. Und jetzt schauen wir, wie viele Punkte Sie noch dazu erspielen. Es sind noch mal maximal 200 Punkte drin in unserer Schnellraterunde. In einer Minute. 10 Fragen, jede richtige Antwort gibt 20 Punkte. Und wenn Sie etwas nicht wissen, dann können Sie gerne weitersagen. Die Frage kommt am Ende aber nicht wieder. 60 Sekunden laufen ab jetzt. Wie heißt der größte See von Schottland? Loch Lomond. Welcher schottische Sir war schon einmal James Bond? Sean Connery. Wie hießen die für ihre blauen Tätowierungen bekannten Ureinwohner? Picton. Der Namensteil Mac bedeutet? Sohn. Welchen Detektiv erfand der Schotte Arthur Conan Doyle? Sherlock Holmes. Wie nennt man ein schottisches Reittier mit einem Stockmaß von maximal 1,7 Meter? Shetland Pony. Richtig. Die schottische Gegenspielerin von Königin Elizabeth I. war? Welcher fiktive Schotte lebt in Entenhausen? Dagobert Duck. Aus welchem Rohstoff besteht Tweed? Wolle. Was für eine? Schafwolle. Welche Haarfarbe kommt in Schottland häufiger als anderswo vor? Rot. Ginger oder Rot, genau. Das waren 10. Und das waren 10 richtige. Hey. 200 Punkte in der Schnellraterunde. Da müssen sich die Gegenspieler in Bad Saulgau jetzt warm anziehen. Gut, dann legen wir los. 60 Sekunden zum Thema Schottland. Laufen ab jetzt. Wie heißt der größte See von Schottland? Loch Ness? Nein, Loch Lomond. Loch Lomond. Welcher schottische Sir war schon einmal James Bond? Sean Connery. Wie hießen die für ihre blauen Tätowierungen bekannten Ureinwohner? Skoten? Nein, das waren die Picten. Der Namensteil Mac bedeutet? Vater. Nein, Sohn. Welchen Detektiv erfand der Schotte Arthur Conan Doyle? Machen wir weiter? Weiter. Sherlock Holmes. Wie nennt man ein schottisches Reittier mit einem Stockmaß von 1,7 Meter maximal? Shetland Pony. Richtig. Die schottische Gegenspielerin von Königin Elizabeth I. war? Maria Stuart. Richtig. Welcher fiktive Schotte lebt in Entenhausen? Donald Duck. Nein, Dagobert Duck. Aus welchem Rohstoff besteht Tweed? Zeit ist abgelaufen. Wolle. Ja, Schafswolle. Zeit ist abgelaufen. Das waren nicht viele. 3 richtige. Das sind 60 Punkte. Schlecht. Die Gegenspieler in Bruchschied und Bundenbach, die hatten 10 richtige. Oh. Volle Punktzahl im Finale. In Bruchschied und Bundenbach wurden auf der Straße von 600 möglichen Punkten 250 geholt. Also eher wenig. In der Summe aber in Bruchschied und Bundenbach 650 Punkte. Hier wurden auf der Straße 400 Punkte geholt, also in der Summe 660 Punkte. Ihr gewinnt mit 10 Punkten. Glückwunsch. Ja. Also knapper geht's ja nicht. Also tolles Ergebnis im Finale in Bruchschied und Bundenbach. Also Glückwunsch nochmal für dieses tolle Finalergebnis. In der Summe hat es nicht ganz gereicht. In der Summe gewinnt nämlich Bad Saulgau mit 10 Punkten. Also Glückwunsch an Sie. Danke fürs Mitmachen. Und Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Stadtland Quiz für heute. Zum Ende der Sendung die schönsten Bilder aus der Siegerstadt. Und das ist heute Bad Saulgau. Aber gerade noch. Aber gerade noch. Ihr braucht 3 Punkte.